Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode der Hannover Karriere, heute Episode 4. Heute ist mal ein bisschen weniger auf dem Plan als zum Beispiel letzte Folge, deswegen würde ich Folge wahrscheinlich auch nicht allzu lange gehen. Wir werden aber zwei Spiele spielen und eins normal simulieren. Und gegen wen das heute natürlich passieren wird, klärt sich jetzt. Laut der Abstimmung werden wir heute also gegen Paderborn und gegen Osnabrück spielen. Gegen St. Pauli wird heute normal simuliert. Zudem gibt es noch einen Transfervorschlag. Den werden wir allerdings jetzt nicht sofort wahrnehmen können, da die Transferphase logischerweise schon vorbei ist. Der Kute, er spielt auch bei Rapid Wien, ähnlich wie Filip Stojkovic und nennt sich Taxia, ja, ein Grieche namens Funtas. Ich werde seinen Namen wahrscheinlich nie komplett aussprechen. Also ich werde ihn wahrscheinlich Funtas nennen. Den setzen wir also erstmal auf die Wunschliste. Wie gesagt, vielleicht wird es ja im Winter was. Allerdings haben wir auch Padilla geholt, also mal gucken, ob das überhaupt irgendwas wird. Dann gab es noch einen sehr guten Vorschlag, wo ich erstmal gucken muss, wie groß ist der Spieler überhaupt. Und zwar betrifft das die Personalie Jaka Biol. Und da gab es den Vorschlag, dass wir ihn vielleicht als Innenverteidiger umtrainieren können. Und wenn ich mir mal erstmal seine Größe angucke, 1,90 Meter ist, denke ich mal, eine Überlegung wert. Weil Folgendes gibt es in der Hinterhand, Leute. Ich habe nachgedacht. In der letzten Folge gab es ja Megatalent, was wir für die 6er-Position gefunden haben. Und Dennis Alvarez ist 17 und den können wir hochziehen. Dann rein theoretisch. Und ich würde ihn auch direkt mal auf diesen Platz parken, sozusagen, als Sechser neben Al-Hassan Yusuf. Ja, wirklich, diesen Vorschlag fand ich einfach genial. Danke dafür auf jeden Fall. Falls ihr denkt, dass ihr genau solche Vorschläge habt, dann schreibt sie gerne unter die Kommentare. Like zudem auch gerne das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und jetzt hiermit auch viel Spaß mit dem folgenden Video. Also, Dennis Alvarez befördern wir zum Profi. Wäre er nur ein Stückchen größer gewesen als Biol, dann hätte ich ihn natürlich in die Innenverteidigung gestellt, aber er ist 1,84 Meter groß. Und ich finde, das sieht doch ganz gut aus. Wir haben schon mal einen ersten Jugendspieler, der einfach mal direkt bei uns in der Startelf ist. Wir haben jetzt auch die Nachricht, es gab ja ein Transferangebot für Watford oder von Watford für Haraguchi über 4,2 Millionen. Das haben wir angenommen, wir kriegen 3,2 Millionen. Der wird dann also im Winter weg sein. Zone verlassen. Jawohl, das meine ich. Jawohl, das meine ich. Jawohl, das meine ich. Das bedeutet jetzt allerdings auch, dass wir rein theoretisch einen Innenverteidiger zu viel haben. Nominell hätten wir dann nämlich mit Biol zusammen noch Eles, Verletz, Franke, Bastasch und Hübers. Und einer von denen könnte rein theoretisch weg. Würde dort eher mit Baris Bastasch gehen. Und ich würde ihn auch mal direkt auf die Transferliste setzen. Der ist schon 30. Und ich hoffe echt, dass jetzt unser Talent hier was Gutes bringt. Dass er gut spielt auch. Und apropos spielen, das folgt jetzt. Und zwar zu Hause gegen Paderborn. Die erste selbstgezockte Partie von 2 für heute. Und ich würde sagen, wir können direkt mit dieser Mannschaft reingehen. Ich habe auch mal Limnios jetzt von Anfang an drinne. Yusuf, Alvarez und Busch auch noch natürlich. Das sind unsere Neuzugänge. Mal gucken, wie wir uns jetzt gegen Paderborn schlagen werden. Damit ein herzliches Willkommen hier zur ersten heutigen selbstgezockten Partie. Der 6. Spieltag steht an. Hannover kriegt es mit dem SC Paderborn 07 zu tun. Also mal wieder ein Heimspiel. Bin mal gespannt, wie das jetzt heute ausgehen wird. Paderborn ja eigentlich auch eine Mannschaft, die weiter oben postiert sein sollte. Nach 6 Spieltagen steht Paderborn gerade mal auf dem 14. Tabellenplatz. Und das eigentlich mit einer Mannschaft, die eigentlich nicht dorthin gehört. Hier sehen wir es. Dimitris Limnios kam für 3 Millionen aus Köln. Heute also mit seinem ersten Einsatz für Hannover. Auch das erste Spiel von Biol in der Innenverteidigung. Hier also die Aufstellung von Hannover. Esser am Tor, dann eine Viererkette mit Holt, Hübers, Biol und Busch. Eine Doppel-6 mit Yusuf und Alvarez auf den Außenpositionen. Limnios und Littmeiner und vorne die Doppelspitze mit Duxch und Weidand. Padilla hat es jetzt auch auf die Ersatzbank erstmal geschafft. Er hat diese Gesamtstärke noch nicht. Ich hoffe mal, dass er ordentlich Einsätze bekommt. Hier übrigens die Aufstellung von Paderborn. Zingerl im Tor, dann Kollitz, Hünemeyer, Correa und Dörfler in der Viererkette. Justwan Kaka heißt er, glaube ich, und was Ideales im Dreier-Mittelfeld und vorne das Dreier-Offensive-Mittelfeld. Ne, das ist der Dreier-Offensive. Oh. Ja, der dreioffensive Sturm, logischerweise, mit unter anderem Antwi RJ. So, damit rein in diese Partie, Hannover gegen Paderborn. Wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Ich bin echt mal auf Biol gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der, weil der hat ja ganz gutes Potenzial, dass er eventuell auch ein bisschen länger hier in diesem Verein logischerweise bleibt und dass er auch die Kapitänsbinde irgendwann tragen könnte. Beziehungsweise sollen wir eventuell Biol schon zum Kapitän machen, während wir hier die erste Möglichkeit hier haben mit Littmeiner. An den zweiten Posten, Duxch war dort. Alvarez, das war ein guter Ball von ihm auf den Flügel. Ungeschlagen sind wir dieser Saison tatsächlich nicht mehr. Die Nürnberger haben uns zu Hause mit 2:1 bezwungen gehabt, während jetzt Hannover hier hinten erstmal kompakt stehen muss. Das ist Hübers, der das aber gut löst. Das ist Weidand in die Schnittstelle für Duxch. Und das ist 1:0. Guter Abschluss, Marvin Duxch. Erzielt das 1:0 nach 15 Minuten für Hannover 96. Gute Vorarbeit, also die beiden da vorne in der Doppelspitze, das ist doch ein gutes Duo, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sehen wir es weiter und macht den Ball fest.
legt ihn weiter für Marvin Ducksch und der mit einem guten Abschluss. Der war auch ordentlich, was das anging. Also Zingerle, gut, der hätte vielleicht haben können, hätte er das kurze Eck erahnt, aber hat er leider nicht getan und damit steht es 1-0, während ich gerade sehe, dass mein Greenscreen eine Lücke hat. Für Marvin Ducksch wurde ja tatsächlich die Freigabesumme bezahlt am Deadline Day. Allerdings ging dieser Transfer nicht mehr durch. Deswegen bleibt Ducksch also auch noch weiter im Verein. Hab die Freigabesumme allerdings nicht rausgenommen bei ihm. Das ist aber auch ein bisschen gewagt, dass wir jetzt unser 6er Mittelfeld sozusagen einem 19-Jährigen und einem 17-Jährigen anvertrauen. Aber wer weiß, vielleicht klappt das ja. Collins bekommt den Ball. Ball an den zweiten Pfosten. Und Esser wäre dort noch dran gewesen, rein theoretisch. Allerdings gibt es Abstoß. Jawohl, jetzt geht's doch mal. Das ist Limnios, der jetzt der Freie. Zieht einfach mal ab und der Ball ist allerdings geblockt. Das bringt unsere erste Ecke ein und mit Henrik Weidand haben wir dort vorne einen drin, der das machen kann. 2-0. Henrik Weidand per Kopf nach einer Ecke. Damit trifft auch unser anderer Stürmer heute. Und es steht 2-0 für Hannover zu Hause gegen Paderborn. Sehen wir es, wunderbare Ecke. Kommt in die Mitte und da ist Henrik Weidand zur Stelle. Setzt sich gegen zwei Paderborner. Gegen zwei Paderborner durch. Gegen die 39 und gegen die 2. Gut gemacht, auch keine Chance für Zingerle. So, wir wechseln einmal doppelt. Mike Franz kommt raus für Alvarez. Und Henrik Weidand geht runter für Jorge Padilla, unserem Neuzugang. Al-Hassan Yusuf mit dem Ball für Ducksch. Ducksch genau in dem Moment für Padilla. Padilla auf Ducksch und da ist das 3-0. Jorge Padilla gibt tatsächlich einen Assist und sammelt seinen ersten Scorerpunkt in seinem ersten Spiel. Und steht 3-0 nach 78 Minuten für Hannover 96. Marvin Ducksch mit einem Doppelpack. Gut herausgespielt hier. Doppelpass zwischen Ducksch und Jorge Padilla. Er findet also gleich ins Spielgeschehen rein bei Hannover. Serviert hier gleich mal den Ball für Marvin Ducksch, der per Kopf vollendet. Und Zingerle sieht dort nicht gut aus. Da hätte ich jetzt allerdings auch mal eine Frage an euch. Sollen wir vielleicht einen neuen Vertrag bei Ducksch aufsetzen und die Freigabesumme rausstreichen? Denn die liegt bei 4,6 Millionen und naja, wenn ihr so weitermacht, dann ist er mehr als das wert. Jetzt auch nochmal der Ball auf die linke Seite, vielleicht für Antwi Ajay. Läuft mir den Ball ins Aus und das ist es. Hannover gewinnt zu Hause mit 3-0 deutlich gegen Paderborn. Damit also rein in diese Partie, mal gucken, die wir jetzt hier abschneiden werden in der ersten normalen Simulation dieser Karriere. Gutes Passspiel zeigen wir aber auch. Trotzdem muss man sagen, wir stellen St. Pauli hier ordentlich hinten rein und erzwingen unsere Möglichkeiten. Alvarez ist das doch, oder? Tatsächlich Dennis Alvarez mit seinem ersten Tor im zweiten Spiel für Hannover 96. Unser Jugendspieler trifft. Wunderbar, und da ist das 1-0, das ist auch perfekt. Das war eine sehr gute Idee. Dann können wir nämlich auch Dennis Alvarez direkt benutzen, dass wir Biol als Innenverteidiger umwandeln. Ich meine, der Typ hat jetzt auch schon eine 74er Gesamtstärke, dadurch drei Gesamtstärken dazu bekommen. Chance vielleicht jetzt wieder für St. Pauli, für die Hamburger, und da ist der Ausgleich. Viele Burgstaller natürlich. Adia mit einem guten Ball auf die rechte Seite für Lindenmeiner. Alvarez, Meiner, gut gemacht. Der Torwart war noch dran, holt eine Ecke raus. Diese wird reingeschlagen und 2-1. Biol trifft nach einer Ecke. Das habe ich tatsächlich noch nie im Karrieremodus erlebt, dass unsere Mannschaft in einer normalen Simulation nach einer Ecke direkt trifft. Aber okay, wir führen 2-1, 84. Minute. Nachspielzeit läuft. Und jetzt dürfte es eigentlich auch alles gewesen sein hier mit der Partie. Vielleicht kriegen wir nochmal die Möglichkeit. Eigentlich denke ich ja nicht. So sieht es auch aus. Allerdings schlagen wir St. Pauli in Hamburg mit 2-1. So, damit gehen wir also ins letzte Spiel für heute. Hannover zu Hause gegen den VfL Osnabrück. Das wird jetzt auch ein bisschen komisch für Suleimani. Macht er gegen Hamburg in 3 Minuten 2 Tore und wird dann von so einem, ja, von so einem 19-Jährigen abgelöst. Und ein herzliches Willkommen zur letzten Partie für heute. Hannover empfängt den VfL Osnabrück in der HDI Arena. Mal wieder ein Heimspiel. Wir gehen ja als Favorit in diese Partie hinein, Osnabrück. In Wahrheit sind sie abgestiegen. Deswegen aber auch ein wichtiges Spiel für uns. Ich habe mal ein bisschen rotiert. Moroya spielt mal in der rechten Verteidigung für Busch. Muss ihm ja auch ein paar Einsatzminuten mal geben trotzdem, dass er sich wenigstens auch beweisen kann. Allerdings auch wieder ein Alvarez auf der Sechserposition. Und damit gehen wir rein in die letzte Partie für heute. Ich denke mal, ich werde den kompletten Monat noch komplett fertig simulieren, damit wir noch den monatlichen Scouting-Bericht von diesem Monat dann noch logischerweise bekommen. Yusuf direkt mal mit einem guten Pass für Limnios. Limnios geht runter die Linie. Okay, das war eine Flanke fürs Vergessen. Aber wie gesagt, schreibt es gerne rein. Sollen wir Biolisch vielleicht schon jetzt mal zum Kapitän machen? Sein Debüt-Tor gegeben. Bekommt jetzt hier den Ball einfach mal. Und der zieht einfach mal ab. Der Schuss war allerdings grottenhaft. Bei Richtung Mitte trotzdem Schmidt. Und da ist der erste Schuss von Osnabrück. Das ist ein guter Ball von Ducksch. Spür den guten Herrn Weidand.
Weiter in die Mitte. Duxch. Oh, erste Möglichkeit für Hannover. Ich hätte ihn vielleicht annehmen sollen. Alvarez. Guter Ball für Weidand. Weidand raus auf die Seite für Lindenmeiner. Lindenmeiner, der zieht ab und der ist abgefälscht, aber allerdings trotzdem gehalten von Buchholz. Imnius, Duxch. Padilla zeigt den Laufweg an. Guter Laufweg von Jorge Padilla. Kann sie nicht durchsetzen. Wir bleiben allerdings noch im Ballbesitz. Das ist Duxch. Duxch, Körpertäuschung, Schuss. Wir bleiben immer noch im Ballbesitz. Limnios, Flanke ins Nichts. Allerdings, Moroya, was ein Schuss. Oh mein Gott, was ein Tor von Moroya. Der nimmt den einfach mal mit. Was war das denn für eine Fackel vom Rechtsverteidiger? Oh mein Gott, ist das Alvarez auch mit der Vorarbeit per Kopf? Oder was denn meiner? Das ist Alvarez und dann mit dem linken Huf fließt Moroya ab, Torwart. Buchholz ist noch dran, allerdings knallt er das Ding einfach mal ordentlich rein. 60 Minuten sind auch gespielt, also so ein Ding, wenn er den mal raushaut, ich denke mal, da macht er sich ganz gut bemerkbar für mehr Einsätze. Oh Gott, nein, das war kein Abseits. Sebastian Kerk ist durch und überlobt hier Esser ins Tor und da ist der Ausgleich. Das war kein Abseits tatsächlich von Osnabrück. Und Sebastian Kerk ist es, glaube ich. Ich glaube, er ist Sebastian Kerk mit dem Ausgleich für Osnabrück. Ich meine, ich habe auch Esser, glaube ich, ein Stückchen zu früh rausgeholt. Moroya, Padilla. Padilla Richtung Mitte. Da ist doch ein Duxch. Oh mein Gott, komm, das gewinnst du, das Kopfballduell. Nee, schade. Aber vielleicht kommt Hannover nochmal. Jetzt ist links auf jeden Fall was frei. Limnios. 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 Für Duxch. Duxch, das ist das 2:1. 90. Minute Nachspielzeit, wieder in der Nachspielzeit und es ist wieder Marvin Duxch, der in der 90. Minute das 2:1 macht. Wir sehen was, Limnios auf der linken Seite komplett frei, legt den Ball Richtung Mitte und da ist glaube ich noch ein Verteidiger dran gewesen, der den Ball ins Tor lenkt. Wäre er sonst vorbeigegangen? Ich glaube sogar schon, allerdings gehört auch eine Prise Glück dazu. 2:1 für Hannover und damit endet auch diese Partie mit dem folgenden Anstoß. 2:1 siegt Hannover in Osnabrück. Das heißt, wir gewinnen tatsächlich heute alle drei Spiele. Man muss ganz ehrlich sagen, dieses Tor von Moroya ist auf jeden Fall Tor des Spieltages oder auch Tor der Folge. Bam! Guckt euch diese Fackel an. Wie er den mitnimmt nach der Kopfballvorlage von Alvarez und seinem Jugendtalent. Und dann knallt er den einfach mal mit links rein. Ich weiß gar nicht, ist Moroya Linksfuß? Keine Ahnung. Und zu guter Letzt blicken wir einmal auf die gesamten Monatsberichte. Mal gucken, ob irgendwas dabei ist. Ich nehme übrigens auch nur Leute mit einem Marktwert über 1 Million an. Ich denke mal auch den Scout, der in Deutschland ist, den können wir auch demnächst irgendwann rauswerfen. Okay, der hat aber gutes Potenzial. Ja, komm, den nehmen wir mit. So sieht der gute Herr hier aus. Rafael Correa, ein Linksverteidiger und Innenverteidiger. Der ist 2 Meter groß. Das ist auf jeden Fall definitiv kein Linksverteidiger. Der ist ein Innenverteidiger. Guckt euch das an. Was hat der für Werte? Ah, der ist auch 2 Meter groß. Der ist 16 und 2 Meter groß. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Der wird Innenverteidiger. Das ist das Erste, was wir machen. Ist auch gar nicht so langsam. Der hat 72 Sprintgeschwindigkeit. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Falls ja, lasst mich gerne wissen, indem ihr einen Daumen auf dieser Folge da lasst. Gerne den Like-Button smashen. Schreibt zudem gerne Kommentare unter dieses Video zu bezüglich Jugendtalente, auch Umpositionierung, Biol und Alvarez und so weiter und so fort. Ob wir Alvarez generell jetzt erstmal Stamm spielen lassen sollen, ob wir vielleicht auch, was weiß ich, Moroya mal öfter spielen lassen sollen und so weiter und so fort. Abonniert auch gerne den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich würde ganz gerne irgendwann die 500 Abonnenten erreichen. Im Moment sind es, glaube ich, 365 ungefähr, also so viele Tage wie ein Jahr hat. Deswegen helft mir auch gerne zu den 500 Abonnenten. Und als letztes gucken wir jetzt noch auf die Gegner für die nächste Folge bezüglich der Abstimmung. Es ist ein voller Monat. Wir werden den kompletten Monat mitnehmen. Davon werden 2 Spiele selbst gespielt. Eine wird normal simuliert und der Rest wird schnell simuliert. Und zur Auswahl stehen gegen Tabellenführer Heidenheim, dann gegen Bochum, gegen den diesjährigen Aufsteiger aus der Realität, gegen den KSC, DFB-Pokal nächste Runde gegen Köln und zu Hause gegen den SV Darmstadt. Wie gesagt, gerne für 3 Vereine entscheiden. Die 2 Vereine mit den meisten Stimmen werden auf jeden Fall gespielt. Der 3. Verein mit den meisten Stimmen, also der Verein mit den 3. meisten Stimmen, um es so genau auszudrücken, wird normal simuliert. Wo könnt ihr abstimmen? Ganz einfach, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, einmal kostenlos, ohne anmelden, also komplett anonym, ohne Kosten, frei abstimmen, einfach raufklicken, eine aussuchen, Ergebnis einreichen, das war's dann auch schon. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und rein. Ciao.